Über 1000 Top-Entscheider aus aller Welt machten Monaco für 5 Tage zum Hotspot für internationalen Unternehmeraustausch. Für das Rahmenprogramm des World Entrepreneur of the Year Award hatte EY echte Unternehmerstars nach Monaco geholt. Auf der Bühne der Oper von Monte Carlo sprachen unter anderem Coca-Cola-Chef Muhtar Kent, Starbucks-Chairman Howard Schultz, Twitter-Mitgründer Biz Stone und Sir Martin Sorrell, Gründer der weltweit führenden Werbeholding WPP. Die Bedeutung von guter Unternehmerschaft, Entrepreneurship, wird sich in einer schnell verändernden Welt immer weiterentwickeln. Und dies ist ein Ereignis, mit dem wir die guten Unternehmer würdigen. Und es sind die besten Unternehmer, die haben es verdient. Unter der gleißenden Sonne des Mittelmeers blieb es bis zum Schluss spannend. Erst bei der glamourösen Gala im legendären Salle des Étoiles öffnete die kanadische Energieunternehmerin und Jurychefin Rebecca MacDonald den goldenen Umschlag. Mit langanhaltendem Applaus wurde dann der Sieger Mohed Altrat für eine sehr emotionale Dankesrede gefeiert. Der neue EY World Entrepreneur of the Year machte aus einem kurz vor der Pleite stehenden Bauzulieferer den Weltmarktführer für Betonmischmaschinen und europäischen Marktführer für Baugerüste. Mohed Altrat hat sich gegen extrem starke Konkurrenten durchgesetzt. Deutschland hatte beispielsweise mit Jan Beckers, den Gründer des sehr erfolgreichen Start-up-Inkubators HitFox aus Berlin, ins Rennen geschickt. Nummer 1, es kommt ganz stark darauf an, dass wir mit den besten zukünftigen Unternehmern arbeiten. Und Nummer 2, die Plattform, die wir bauen, um Unternehmer zu supporten. Die muss Weltklasse sein in allen Dimensionen. Das heißt, wir müssen die Unternehmer, mit denen wir arbeiten, supporten mit den besten Leistungen, was IT-Entwicklung angeht, was Produktentwicklung angeht, Marketing, Business Development. Und vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, dass die Unternehmen, die wir zusammenbauen, genau die richtige DNA und Kultur haben und wiederum die besten Mitarbeiter anziehen. Ebenfalls zu den Favoriten zählten der Gründer des hochgelobten italienischen Slow-Food-Konzepts Eataly, Oscar Farinetti, der Chef des irischen Mobilfunk-Sharing-Providers Ding, Mark Roden, und die junge Kaffeeunternehmerin Latifa Al-Walan von Yatouk Coffee aus Saudi-Arabien. Insgesamt hatten sich die Landessieger aus 53 Ländern dem Urteil der unabhängigen Jury gestellt. Für mich persönlich ist der Hauptbenefit daraus, man bringt unglaublich viele interessante Menschen miteinander in Verbindung und man selber nimmt auch sehr viel mit. Einfach den Spirit, was Neues zu kreieren, was Neues zu gestalten, nimmt man nach Hause und das tun alle garantiert. Zu den Highlights der internationalen Netzwerkveranstaltung zählte auch das hochkarätig besetzte Family Business Summit. Familienunternehmer spielen eine große Rolle gesellschaftlich und in der Welt. Sie schaffen viele Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran. Das Faszinierende ist, was unterscheidet diejenigen, die es geschafft haben, über Generationen hinweg die Balance zwischen Familie und Unternehmen zu schaffen, ohne hier in Konflikten zu enden. Das ist eine große Herausforderung für Familienunternehmen. Und deshalb macht es für mich so viel Spaß, hier mit denen zusammenzuarbeiten, die es geschafft haben. Noch nie waren so viele renommierte Familienunternehmer der Einladung von EY gefolgt, um über ihre Erfolgsstrategien zu diskutieren und darüber zu beraten, wie man die nächste Generation auf die Übernahme der Verantwortung in einem Familienunternehmen vorbereiten kann. Auch im kommenden Jahr werden sich die besten Unternehmer der Welt in Monaco treffen, um einen neuen World Entrepreneur of the Year zu küren. Der deutsche Landeswettbewerb läuft. Am 15. Oktober wird in Berlin bekannt gegeben, welcher ausgezeichnete Unternehmer 2016 für Deutschland ins Rennen gehen wird.